Doku-Soaps, die Geisterbahn des kleinen Mannes. Egal ob Anwälte im Einsatz, verklag mich doch oder auf Streife. Der Nachmittag ist voll mit solchen Formaten. Anna, sag mal, dass Sie gerade zwei Kinder angequatscht haben? Nein. Nicht? Nein. Warum haben Sie sich ein Bart hier angeklebt? Was ist denn das? Darf man das nicht? Kriminalfälle mitten aus dem Leben gegriffen. Ist das Ihr Mann? Haben Sie uns angerufen? Können Sie mir jetzt mal kurz aufhören zu lachen? Das ist doch so geil. Ja, gehen Sie mal. Und warum tun wir uns das an? Die Medienwissenschaftlerin Joan-Christine Bleicher sagt, früher schaute man öffentliche Enthauptungen, heute eben Doku-Soaps. Also beides Unterhaltung mit ohne Köpfchen. Aber schauen wir doch mal genauer hin, was in diesen Formaten alles steckt und wieso dieser Mann auf dem Auto richtig philosophisch ist. Gleich bei Assi im Einsatz. Hallo, Sie dürfen hier nicht parken. Ey, das ist ja eine Unverschämtheit, ey. Den pisse ich in die Lüftung. Ja, Sie dürfen hier nicht fahren. Das ist hier für für Fußgänger. Sie dürfen das Bier hier nicht trinken. Das ist die reinste Plörre. Probier mal das hier, das ist viel besser. Assi im Einsatz. Bei den Öffentlichen sieht das Nachmittagsprogramm so aus. Jetzt hat er natürlich einen wunderbaren Stock, so leicht gekrümmt noch. Da kann man natürlich schön auch über diese Kugel, die wir eingebaut haben. Bei den Privaten dagegen so. Sex und Geld, das sind die einzigen Dinge, die im Leben der 19-Jährigen wirklich wichtig sind. Soll aussehen wie eine Doku, ist aber alles gespielt. Genannt wird das Doku-Soap, Scripted Doku-Soap oder laut einer Programmzeitschrift sogar Pseudo-Doku. Ein Widerspruch in sich, Pseudo-Doku. Also ein Oxymoron, eine Formulierung, die aus zwei sich widersprechenden Teilen besteht. So wie Helle Nacht, vegetarische Wurst oder deutscher Filmstar. Eine der größten Scripted-Reality-Produzenten ist die Firma Filmpool. Der Pressesprecher erklärt, wie sie ihre Sendungen nennen. Wir selbst sprechen nicht von Scripted Reality, weil wir nicht vorgeben wollen, Reality zu machen, sondern von Scripted Entertainment. Das TV-Programm wird damit buchstäblich vollgeballert. Während Kabel 1 und Vox nur einmal am Tag diese Ermittler-Doku-Soaps zeigen und RTL 2 uns kurz am Abend damit nervt, ist bei RTL und Sat.1 Vollprogramm. Bei Sat.1 sogar von 10 Uhr morgens bis abends um 19 Uhr. In der Zeit hat man auf N24 beide Weltkriege durchgeschaut. Extrem scharf. Atemnot an der Imbissbude. Ich benötige einen weiteren RTW hier. Wäre es Charade? Ich würde auf ein Walross beim Deep Throat tippen. Das ist niveaulos. Der Grund für solche Sendungen? Sie sind unglaublich billig herzustellen. Filmpool hat über 200.000 günstige Laiendarsteller in ihrer Schauspielerkartei. Und bei den Drehbüchern kann man auch sparen. Eine Sendung wie Berlin Tag und Nacht ist letztlich eine Soap, die wir anders produzieren als eine Sendung wie auf Streife, wo wir nahezu Impro-Theater machen. Jetzt kann man sagen, das ist alles Müll, aber ich schau's gern. Also ironisch. So wie ich ironisch mit meinem Snuggie hier in Berlin-Mitte im Café sitze. Ja, es ist ein Verlustgeschäft, der Tausch würde gegen Komfort. Aber der Snuggie ist so weich und so realitätsverdrängend. Naja, und RTL, Sat.1 und Co. haben tatsächlich mal etwas Tolles geschafft. Eines der ältesten philosophischen Konzepte in die Doku-Soaps übertragen, wenn auch eher unfreiwillig. Die Philosophen der Neuzeit heißen somit Aristokules und Sokrates. Da schaust. Das Höhlengleichnis von Platon. Worum es darin geht, haben wir natürlich alle in der Schule gelernt. Okay, ich hab's auch vergessen und daher unseren Fachmann gefragt. Also das Höhlengleichnis. Ein paar Menschen sind in einer Höhle und die sind gefesselt. Und alles, was sie sehen, ist eine Wand. Hinter ihnen ist ein Feuer, was die Wand beleuchtet. So, jetzt laufen da ein paar andere Typen mit künstlichen Gegenständen an dem Feuer vorbei. Und alles, was die Gefesselten dann sehen, sind die Schatten der künstlichen Gegenstände. So, und das nehmen sie dann als Realität wahr. Die Privatsender führen nun dessen Tradition der Ideenlehre virtuos fort. Jeden Tag vermitteln sie uns die Chance zur Selbsterkenntnis. Ich bin Mann, vielleicht brauche ich auch mal wieder Sex. Denk einfach drüber nach, ich bin jetzt weg, tschüss. Um die Genialität der Sender zu begreifen, muss der Zuschauer allerdings eine kleine Transferleistung vollbringen. Denn das Fernsehen besetzt die Rollen neu. Wir haben zwar die gleiche Struktur wie in Platons Höhlengleichnis, allerdings wurden die Gefesselten gefangen ersetzt. Das sind jetzt wir, die Zuschauer. Und statt der Schatten schauen wir uns so etwas auf unseren Bildschirmen an. Ey, das ist doch nur Scheißgelaber, Mann. Warum sollte ich mich denn an das Ding ranmachen? Jetzt schau dir mal das Nilpferd an und jetzt guck mal mich an, Alter. Ohne Witz, Mann, was will ich denn mit dir, Mann? Wir sehen keine echten Menschen, sondern Schablonen. Also ein bisschen wie auf Instagram, nur in hässlicher. Ich hab's ja Gerücht gehört, dass es hier eine ganz geile Azubi gibt, die leidenschaftlich gern tanzt. Die Menschen, die diese Schablonen vor das Feuer schubsen, sind die Macher, die Redakteure der Sendung. Hey, hey, Mann. Packt weg, die Schweine! Die Idee der Ordnung dargestellt durch die Polizisten, deren Abbildung für uns nun Wirklichkeit wird.
Wie wir mit dieser Wirklichkeit nun umgehen, dazu müssen wir uns die verschiedenen Zuschauertypen genauer anschauen. Und die werden auch vom Filmpool-Pressesprecher charakterisiert. Der erste ist, der spielt sozusagen das Spiel mit, der geht auf die Story ein, die wir da anbieten. Der zweite Typ ist derjenige, der sagt, Vorsicht, Vorsicht, das ist alles gefaked, alles geskriptet, passt auf, lasst euch da nicht verarschen. Dieses Phänomen beschreibt schon Platon. Bei ihm ist es der Philosoph, der sich befreit und die anderen warnt. Doch sowohl im Gleichnis als auch in der Jetztzeit stoßen die Mahner auf Sturheit. Der dritte Typus ist dann der, der darauf eingeht und sagt, ja du Nase, darum geht's auch nicht, wissen wir, lass uns das Spiel. Im Höhlengleichnis würden die Angeketteten den Aufklärer eher umbringen, als sich befreien zu lassen. Das sei das Schicksal des Philosophen. Platon hat also schon vor Jahrtausenden solche Facebook-Kommentare vorhergesehen. Ey Leute, das ist alles fake. Fresse, weiß doch jeder, ist aber trotzdem lustig. Und deshalb sage auch ich, wer es schauen will, soll es halt schauen. Und kann sich jetzt auch noch als Teil eines großen philosophischen Gleichnisses fühlen. Wobei das nur für Erwachsene gilt. Kinder erkennen noch nicht, dass solche Sendungen fake sind. Sie glauben, es wird der normale Alltag gefilmt oder von Schauspielern nachgespielt. Erst ab 17 Jahren haben beinahe alle gecheckt, dass das keine Dokus, sondern komplette Fakes sind. Die Jugend wird also weiterhin verdorben. Und Sokrates, der Protagonist des Höhlengleichnisses, wurde damals in echt zum Tode verurteilt. Der Grund? Er würde die Jugend verderben. Philosophie eben. Hey, Arschgeigen, ihr dürft mir keinen Pimmel auf die Backe malen, ey! Arschgeigen! Wenn ihr wollt, dass ich bei euch persönlich zu Hause mal vorbeikomme, dann einfach abonnieren. Das ist nämlich ein Service von Valulis. Da sind schon wieder die Raudis. So, Jungs, jetzt reicht es mir aber mit euch hier. Hier, stehen geblieben. Ja, im Grunde genommen sind das gute Jungs. Ich kenne die jahrelang. Die haben auch schon abonniert. Aber das muss hier alles seinen geordneten Weg gehen.